Hallo meine Lieben, ich freue mich, euch wieder alle ganz herzlich hier auf meinem Kanal Angel and Soul Readings begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr hattet ein wunderschönes Wochenende und ihr habt die Sonne auch genießen können und ich hoffe, bei euch allen war auch Sonne gewesen. Ja, ich möchte mich vielmals bei euch entschuldigen, weil ich so ein Nachzügler bin, was die Kommentare betrifft, aber ich werde heute alle kommentieren und möchte mir auch die Zeit für euch nehmen, für all eure Kommentare und euch diese Wertschätzung auch wieder zurückgeben. Und da habe ich mir heute die Zeit auch eingeplant, möchte ich mir sehr gerne nehmen und danke für all eure lieben Kommentare. So, jetzt heute habe ich mir gedacht, wir schauen mal. Es ist ja doch immer so, du hast deinen Gegenüber. Und erfährst nichts von ihm und er ist so wie ein verschlossenes Buch und da ist mal so ein Hin und Her und ja, und da würde ich sagen, schauen wir doch heute mal rein. Wie sieht dich dein Wunschpartner, dein Gegenüber? Was empfindet er für dich? Also wir schauen jetzt auch mal, ihr wisst ja, das bleibt immer ein Überraschungspaket, was die Karten hier alles noch mit sagen, was die Energien sagen. Ihr wisst ja auch, wir greifen die Energien von heute, vom Jetzt und dann lasst euch überraschen. Also. Ihr wisst auch, das sind Legungen fürs Kollektiv. Und wenn es für jemanden nicht stimmig ist, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Wenn jemand für seine Situation genaueres wissen möchte, ihr wisst ja, ihr könnt mich jederzeit anschreiben. Und ihr wisst auch, die Personenkarte sind in einer Kollektivlegung geschlechterneutral. Ich habe jetzt hier einfach nur den Mann rausgelegt, weil die meisten Zuschauer sind ja auch die Frauen. Und wandelt es aber bitte diese Person auf eure Situation um. Ja? Okay, dann schauen wir mal. Und die möchte ich noch. Okay. Oh, jetzt habe ich natürlich. Legen wir die da. Oh, ich schiebe das mal hier zur Seite. Seht ihr das noch? Jawohl. Okay. Gut. Die können zur Seite. Nehmen wir noch dahin. Zur Klärung. Na holla. Das schaut doch mal richtig gut aus, was ich jetzt hier sehe. Also, ihr könnt gespannt sein, ihr Lieben. Also, wir haben hier wirklich eine ganz tolle Legung. Dein Gegenüber, wie sieht er dich? Was empfindet er für dich? Also, hier haben wir erstmal. Er möchte es sich nicht eingestehen. Wir gehen jetzt erstmal so, was er für dich empfindet, wie er dich sieht, ne? Er möchte es sich nicht eingestehen. Er möchte sich nicht eingestehen, dass sich hier mehr entwickelt hat an Gefühlen und dass er hier diese Verbindung mit dir schließen möchte. Also hier ist es wirklich, liegt es hier. Er ist unehrlich zu sich selbst. Er hat auch Angst. Also das ist hier, das ist seine Hauptenergie. Also von daher, ich finde es jetzt zwar eigenartig, warum er jetzt auch so ein bisschen Angst davor hat, aber er glaubt nicht selbst dran. Und was ich hier deutlich sehe, dir gegenüber hat er hier öfters auch oft, was die Gefühle betrifft, eine falsche Reaktion. Er reagiert falsch auf dich. Na? Also das sind falsche Reaktionen, aber hier sind definitiv die Gefühle da. Wir haben die Gefühle. Er hat hier auch so für sich so ein bisschen auch ein Mutterthema. Wie sieht er dich? Also hier ist auch so dieses, er kann es nicht so ganz einordnen für sich, weil er immer so die Verbindung auch hier mit seiner Mutter, mit der Oma, also mit einer älteren Person, also nein, nicht, dass du jetzt die alte Person bist, aber hier einfach so diese Geborgenheit, die du ihm gibst. Und das verbindet ihn da ein bisschen. Und deswegen kann er das so für sich nicht so ganz einordnen, wie er damit umzugehen hat, ne? Weil er fühlt sich so, als ob er sowas noch nicht erlebt hat, diese Gefühle. Weil hier kann ich dir sagen, er möchte hier
in die Fülle mit dir gehen. Er möchte diese Verbindung mit dir haben. Ist aber, weil er ja hier einfach diese zwei Seiten sortiert, weil es nicht einsortieren kann, haben wir ja auch ganz stark das Misstrauen mitliegen. Und also er weiß nicht genau, das ist so, es ist wie ein Geheimnis für ihn selbst, was er selbst nicht lüften kann. Aber hier, wir haben auf die ganze Legung jetzt bezogen, das absolute Glück mit dabei liegen. Und du tust ihm auch gut. Also du machst ihn glücklich. Der Kontakt mit dir, die Treffen machen ihn glücklich. Er ist aber schon auch hier in der Verzweiflung auch drin. In der Verzweiflung, weil er, wie gesagt, nicht weiß, das hat hier mit seinem Pessimismus auch zu tun, ob es nicht vielleicht doch nur Freundschaft ist. Na? Also hier ist einfach so dieses Elternthema auch bei ihm mit. Und wie gesagt, er hat hier diese Verbindung auch. Mit seiner Mutter kann jetzt auch die Oma sein oder eine sehr nahestehende Person für ihn, ne? Also was eben auch wie eine Mutter für ihn ist. Also da ist die Verbindung jetzt für ihn da. Und aber so an sich ist er wirklich, also schaut es sehr gut aus. Er ist einfach so, er traut sich nicht, er weiß nicht so genau, was soll er machen, wie kann er es einordnen, wie kann er es einsortieren. Was er für dich empfindet, wie gesagt, kann ich dir definitiv sagen, es sind Gefühle da, die er selbst nicht zuordnen kann. Na? Jetzt schauen wir mal. Hier, also er möchte hier auch dieses. Ah, er ist ein Typ Mensch, er zieht es schon gerne so ein bisschen in die Länge. Na? Also hier auch, weil eben das Misstrauen dann immer so ein bisschen wieder mit da ist und er zieht es gerne in die Länge, weil er selbst nicht weiß, wie soll er sich entscheiden. Na? Und. Er sieht dich, wie gesagt, als er sieht dich, das ist eben diese Mischung, die er nicht einsortieren kann für sich selbst. Er sieht bei dir die Romantik, die Erotik, ne? Also diese Ausstrahlung, die du ihm gibst. Also da ist wirklich auch, wie soll ich denn sagen? Ich versuche jetzt gerade hier ein passendes Wort zu finden, dass man es auch richtig versteht. Mir fällt aber nichts anderes ein, ein Lustgefühl. Also dir gegenüber, ne? Ja, also deine Reize, die sieht er. Und das zieht ihn sehr an. Und auch solltet ihr schon da auch diesen Kontakt hatten, also diesen sexuellen Kontakt haben, oder gehabt haben, da ist wirklich auch, das sieht er, also diese Erotik pur bei dir, ne? Und er ist sehr angetan von dir, auch wie du dastehst, aber eben auch dieses, was er nicht einsortieren kann, dieses teilweise, ich drück's jetzt mal salopp aus, überfürsorgliche, ne? Und das ist das, wo er nicht damit wirklich umgehen kann. Das ist ihm dann schon ein bisschen too much. Dieses zu Extreme, weil er kennt es so nicht. Es kommt schon, das erinnert ihn schon immer wieder an seine Kindheit, ne? So in der Art. Und er kann es nicht einsortieren. Er weiß, dass du es gut meinst, aber es ist ein bisschen zu viel auch für ihn, weil deine Herzlichkeit, deine Wärme, deine Fürsorge, er fühlt sich da teilweise so ein bisschen erschlagen. Und wie gesagt, das weckt bei ihm dieses Gefühl aus, es ist ja eigentlich schon so wie die Mutter so in der Richtung, ne? Und auf der anderen Seite ist es so, dann kommen wieder diese starken, geprägten Gefühle dir gegenüber. Also hier diese Treue, diese verbindliche, große Liebe, die er schon spürt, ne? Und er weiß auch, das ist die Frau für mich. Also mit der Frau möchte ich hier meinen Weg gemeinsam gehen. Und deswegen zieht er das auch gerne hier so in die Länge, weil er ein Problem hat, das einzusortieren, ne? Deswegen wird es hier alles so gerne in die Länge gezogen. Und naja, gut, da warten wir mal und dann schieben wir mal hier noch ein bisschen. Und geht da auch gerne mal ein bisschen in den Rückzug rein, wenn ihm das zu viel wird. Und ja, also er ist hier, was die Veränderung betrifft, auf eine Beziehung bezogen, ne? Ist er schon, sieht das als einen Neustart, also eine größere Veränderung. Und er sieht da auch diese Stärke für sich da auch drin, dass ihm das sehr gut tut. Er ist aber trotz alledem hier auch, er möchte das auch nicht so wirklich
dir mitteilen, seine innere Verzweiflung, dass er sich da wirklich auch Sorgen macht, weil er nicht weiß, wie er damit umzugehen hat, wie er damit umgehen kann, ne? Aber so, also ich muss sagen, es ist wirklich eine schöne Legung. Und ja, er geht hier auch gerne, wie gesagt, in den Rückzug. Also das ist dann da, wenn er sich jetzt überfordert fühlt mit dem Ganzen. Und hier sein Pessimismus dann auch wieder, ist es vielleicht doch jetzt bloß die Mutter oder, aber was sind das jetzt für Gefühle? Aber ich liebe sie doch, ich will das doch alles. Und dann geht er hier ganz schnell in den Rückzug und meldet sich dann auch mal nicht bei dir. Oder es finden keine Treffen statt, weil er einfach sagt, oh mein Gott, ich bin überfordert. Also so sehe ich ihn jetzt hier, ne? Und von daher ist er auch, was die Gefühle betrifft, nicht so ganz ehrlich zu dir. Also diese Offenheit, diese Ehrlichkeit fehlt mir ja auch so ein bisschen, weil, wie gesagt, er weiß selbst nicht damit umzugehen, er kann es nicht so ganz einordnen, ne? Also der gute Mann hier, hat hier auf jeden Fall sich zum Fokus gesetzt. Wir machen jetzt hier mal die Verzögerungstaktik. Wir verlangsamen das Ganze und ziehen das alles hier so ein bisschen raus, weil er einfach nicht weiß, wie er es macht. Aber Gefühle definitiv da. Also die habe ich hier wirklich da liegen. Und er möchte mit dir auch hier in diese Erfüllung halt gehen, in das Ganze, ne? Also die Gefühle, wie gesagt, sind da. Die Freundschaft definitiv und hier auch diese Verbindung, die ihr habt, ne? Und wie gesagt, er sieht auch wirklich auf der einen Seite die Erotik pur bei dir, ne? Und dieses Lustempfinden. Und dann ist es aber dieses Überfürsorgliche, ist ihm dann wieder zu viel. Das ist, ja, er kennt es, wie gesagt, nicht. Und das ist so eine neue Welt für ihn, die noch misstrauisch ist zu beschreiten. Ja, meine Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein Stück mit weiterhelfen, mit weiter unterstützen. Und ich danke euch sehr, dass ihr das Video mit angesehen habt, die Legung mit angesehen habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und alles, alles Liebe für euch. Bis morgen. Tschüss.